Willkommen zurück zu einer neuen, wundersam wunderlichen Folge Horizon Forbidden West auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte wunderliche Video mit einer wunderlichen Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen und ja, jetzt sind wir hier in unserer Basis unterwegs. Die gute alte Basis. Macht dein Fokus wieder Probleme? Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Ne, das geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen drauf klopfe. Aha. Der Mann ist eben sehr pragmatisch. Ich hatte vorhin keinen Strom, aber sie scheint kaputt zu sein. Aber hier kommen wir rein. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Sie fand die Aufzeichnung in den Daten auf deinem Fokus. Sie hat sie oft angesehen. Ich glaube, das beruhigt sie. Weißt du, ich habe das auch oft angesehen. Wann immer ich mich etwas ablenken wollte. Papa liebt seinen großen kleinen... Aber es gibt etwas, das du mir sagen willst? Während du fort warst, kam ich hier runter, um nach ihr zu sehen. Wir kamen ins Gespräch. Stimmt's, Peter? Sie hat überlegt, wie wir Hephaestus schnappen könnten und die Daten von Gaia studiert. Aber wir haben angefangen, über andere Dinge zu reden. Also, um uns einfach etwas kennenzulernen, ja? Und dann sagte sie mir, dass eine der Zeniths sich etwas von den anderen unterscheidet. Tilda, du hast sie gesehen. Im Hades-Testlabor. Sprich weiter. Auf dem Weg zur Erde zeigten die Zeniths nie ihre Gesichter. Mein Servitoraufseher bezeichnete sie als meine Wohltäter und versprach, ich würde sie treffen, wenn ich genug gelernt hätte. Und dann, eines Tages, öffnete sich ein Datenkanal in meinem Trainingsinterface und darin wartete Tilda auf mich. In einem virtuell nachgebildeten Haus, auf einer Klippe, hoch über dem Meer. Es war wunderschön. Sie zeigte mir Gemälde, Bücher, Medien, Dateien. Wir trafen uns dort viele Male, heimlich. Doch ein paar Monate später hörte es auf. Kannst du uns sagen, warum, Beta? Ich habe Daten über Tilda im Hades-Testlabor gefunden. Ich denke, sie war die Verbindung zwischen Fazinith und Zero Dawn. Sie kannte Elizabeth Zobeck, so viel ist sicher. Vielleicht trat sie deshalb mit dir in Kontakt? Was kannst du uns noch über Tilda sagen? Sie redete gerne über ihre Gemälde. Was ist mit dir selbst? Sprach sie je über ihr Leben auf der Erde oder wie sie zu den Zeniths kam? Etwas in der Art? Sie hat nie viel über sich erzählt und sie hasste es, wenn ich zu viele Fragen stellte. Aber ich glaube, auf der Erde war sie eine gute Programmiererin. Sie hat einen Datenkanal eingerichtet, den niemand entdeckt hat. Gibt es sonst noch etwas an ihr, das wir zu unserem Vorteil nutzen könnten? Sie war die erste reale Person, die je mit mir geredet hat. Ich habe sie nicht auf Stärken und Schwächen analysiert. Und Tilda stellte den Kontakt über einen Datenkanal her? In meinem Trainingsinterface erschien er als neue Aufgabe. Als ich ihn öffnete, gab es eine Reihe von kurzen Störimpulsen. Sie ergaben eine transpositionale Chiffre. Anweisungen, wie man einen neuen virtuellen Raum öffnet. Als ich ihn betrat, verschwand mein Trainingsinterface. Anstatt der holographischen Lehrer und Dateien betrat ich eine perfekte Simulation ihres Zuhauses. Die anderen Zeniths wussten wirklich nichts davon. Für sie sah es aus, als würde ich noch üben. Mich allein beschäftigen. Und dieser geheime virtuelle Raum sah aus wie ein Haus mit Blick aufs Meer?
Ich konnte weiße Schaumkronen sehen und die Wellen rauschen hören. Und draußen kreischten die Möwen. Drinnen hatte Tilda Rahmen, die ihre Lieblingsgemälde zeigten und sich in Intervallen an das Licht anpassten. Da war ein Sessel, den sie liebte. Sie saß da und blickte raus, während ich mir ihre Sachen ansah. Wir verbrachten dort Stunden. Ich wollte nie weg. Tilda zeigte dir Gemälde und ließ dich auf Mediendateien zugreifen. Bei jedem Treffen zeigte sie mir ein neues Gemälde. Ich glaube, sie war Niederländerin. Ihre Lieblingswerke stammten aus dem goldenen Zeitalter im 17. Jahrhundert. Porträts, Allegorien, Schiffe auf See. Sie hatte so viele. Haben sie dich interessiert? Ich mochte ihr Medienportal. Es war viel umfangreicher als mein Trainingsinterface. Clips, Filme, Holos. Mein Lieblingsfilm hieß Die Rückkehr, über eine Familie, deren Kind wieder auftaucht, nachdem es in der Heißzonenkrise verschwunden war. Okay, aber zeigt dir dieses Portal irgendetwas über die Zeniths selbst? Etwas, das wir brauchen könnten? Nein. Alle Informationen über sie waren zensiert. Tilda hat also einen virtuellen Raum erstellt, wo sie mit dir reden konnte. Ein Haus auf einer Klippe. Und später schloss sie dich aus. Aber außer der Tatsache, dass Tilda Elizabeth kannte, weißt du nicht, wieso sie all das tat? Nein! Okay, ich suchte mögliche Gründe für ihr Verschwinden, aber was immer ich falsch gemacht habe, ich weiß nicht was. Als ich die anderen traf, ignorierte sie mich. Als hätte der Datenkanal niemals existiert. Nichts von dem ist wichtig. Tilda ist genau wie die anderen, das hilft uns nicht, sie zu besiegen. Okay, dann lassen wir es dabei. Was ist los? Ich versuch's, Val. Aber sie ist eine harte Nuss. Ich riskiere jeden Tag draußen in der Wildnis mein Leben und sie versteckt sich nur hier drin und jammert, wie hoffnungslos alles ist. Es tut mir leid, dass sie es so schwer hatte, aber sie ist wirklich keine Hilfe. Du wirkst immer so, als hättest du alles im Griff. Da vergisst man manchmal, was du durchgemacht hast. Vor kurzem hat es dich so schwer erwischt, dass du nicht einmal mehr gehen konntest. Und noch was. Als ich dich damals beim Testlabor aus dem Wasser gezogen habe, hast du Rosts Namen gemurmelt. Du hast nie von ihm erzählt. Doch er hat dich aufgezogen. Trainiert. Du musst ihn sehr vermissen. Natürlich tue ich das. Aber ich habe gerade keine Zeit, daran zu denken. Ich muss wieder da rausgehen. Okay. Ich arbeite weiter mit Beta. Gaia sagt, sie weiß viel über Zero Dawn. Vielleicht braucht sie nur Zeit, um sich einzugewöhnen und hilft uns dann mit Hephaestus. Sicher. Aber so lange warte ich nicht. Ja, und jetzt? Wir sind nicht wirklich weiter, oder? Wir müssen immer noch zum Meer. Ob da ein Haus ist? Ich meine, es war ja nur virtuell, aber vielleicht gibt es ja wirklich eine Art Brücke in die Realität. Gut. Nichts? Wie komme ich hier raus? Das ist alles. Gaia hat immer so verwirrend. Oh, du bist Gaia? Auch hier. Was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schaltstellenpersonal gedacht. Ich habe die Displays umfunktioniert, um Regalas Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Aloy. Schön, dich zu sehen. Ich schätze, du hast eine Menge Fragen. Ich wurde über den Feind und seine Absichten informiert. Deine Freunde zeigten mir die Vision, die du hier aufbewahrst. Gaia. Und sie erklärten die Umstände bezüglich deines anderen Ichs. Außerdem gaben sie mir diesen Fokus. Ich gebe nicht vor, alles komplett zu verstehen. Ich muss nur wissen, wo ich trainieren und wann ich kämpfen muss. Na dann, willkommen im Team. Jetzt, da du weißt, wer der Feind ist, hast du irgendwelche Fragen?
Ich gebe zu, es fällt mir schwer zu begreifen. Aus dem Himmel. Und unverwundbar. Noch. Ich überlasse die Strategie dir. Du wirst meine Klinge einsetzen, wo sie am tiefsten schneidet. Meine Freundin Talana war wohl in der Basis. Konntest du sie kennenlernen? Nur kurz. Wie tapfer, sich mit ihrer Kaja-Rüstung in Tenakt-Gebiet zu wagen. Sie hat Glück, wenn mein Volk sie nicht bei Sichtkontakt erschießt. Sie wird aufpassen. Sie sucht jemanden, der ihre Hilfe benötigen könnte. Derjenige sollte es wert sein, für ihn zu sterben. Was siehst du dir da drüben an? Die anderen halfen mir, die Symbole zu entziffern, die der Fokus zeigt. Also habe ich versucht, die Waffe zu verstehen, die du gegen den Feind einsetzen willst. Dieser Hephaestus, ist er in der Lage, Maschinen herzustellen? Die Gaia antworten? Ja. Wie viele? So viele wir brauchen. Solche Macht. Hat die Welt je dergleichen gesehen? Du sagtest, du hast mit dem Fokus trainiert? Das stimmt. Ich habe mir Hologramme deines ersten Kampfs mit den Zenith-Phantomen angesehen. Sie sind schneller und wendiger als alle Maschinen, denen ich je begegnet bin. Wie viele haben die Zenith? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich viele. Denen möchte ich nicht in Massen begegnen. Da bin ich deiner Meinung. Muss seltsam sein, jetzt alles durch einen Fokus zu sehen. Ich kann Maschinen sehen wie nie zuvor. Ihre Stärken und Schwächen werden mir ganz von selbst gezeigt. Unglaublich, dass dieses kleine Ding die vielleicht mächtigste Waffe ist, die ich hier besessen habe. Du hast jetzt einige Zeit mit dem Trupp verbracht. Was denkst du? Ich war etwas überrascht, hier eine Utaru zu sehen. Bauern sind keine effektiven Soldaten. Es heißt, sie vereinte Mitglieder ihres Stammes gegen die Kaja und kämpfte sich bis nach Fahrlicht durch. Interessant. Vielleicht irre ich mich. Hast du schon mit Wald sprechen können? Nur kurz. Er hat bei Fahrlicht gut gegen Regalas Truppen gekämpft. Sind alle Nora so geschickt wie ihr beide? Ich bin nicht wirklich eine von ihnen. Aber ja, die Nora können sich verteidigen. Sie haben die Kaja aus ihren Ländereien vertrieben. Ich dachte, mein Stamm wäre der Einzige, der das geschafft hat. Beachtlich. Was hältst du von diesem Ort? Man muss sich erst daran gewöhnen. Ein effizientes Operationszentrum und eine geeignete Trainingsanlage. Es bräuchte etwas mehr Farbe. Zur Kenntnis genommen. Tut es immer noch weh? Mal mehr, mal weniger. Ich versuche nicht dran zu denken. Doch seine Abwesenheit ist mir immer präsent. Es ist schwer zu erklären. Ich kann es kaum verstehen. Nur nachempfinden. Dann gebührt dir mein Dank. Äther aus dem Hain zu locken war ein ziemliches Spektakel. Eins, das dem ganzen Stamm gezeigt hat, dass Hekaros Friedensmission der richtige Weg ist. Denn jetzt ist sie durch die Zehn selbst gesegnet. Hast du überhaupt mit Erend gesprochen? Ich hatte kaum Gelegenheit dazu. Er hat etwas Bier aus dem Osten mitgebracht. Das Zeug ist so bitter wie Salbestrauch. Man gewöhnt sich dran, irgendwann. Ich könnte selbst einen Drink vertragen. Erend gibt dir sicher gerne einen Schluck. Ich muss jetzt gehen. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag es. Das werde ich. Danke. Ein bisschen Farbe könnte der Laden vertragen. Naja, finde ich nicht so. Ich mag das gar nicht. Boah, furchtbar. Furchtbar, wenn alles so zugepinselt ist und... nee. Ist das hier der Ausgang? Ich bin hier immer total verloren. Aber ich glaube ja. Ja. Nun Densen, Mr. Swenson. So, wir sind wieder draußen. Wir haben jede Menge Missionen. Wir haben eine Mission hier drüben. Was ist das?
Osseram-Lager. Haben wir hier irgendwas? Blut für Blut. Machen wir das hier? Ja. Hier kann ich sogar hinreisen. Hätten wir sogar noch einen schnelleren Punkt gehabt. Ich könnte mir sogar vorstellen, wir hatten irgendwas, wo man noch einen Ticken schneller wäre, oder? Boah, nochmal schnell reisen. Ach, drauf gepupst. Ich habe eben gerade gar nicht realisiert, dass die Karte rausgezoomt war. Die ist ja gigantisch. Mein Gott, ist das eine große Karte, ne? So. Oh, das sind die Viecher. Oh, wäre vielleicht gar nicht mal so dumm, die zu töten. Irgendwas brauche ich auch noch von denen. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas war's. Die halten aber auch super viel aus. Nöt, nöt. Ja, komm her, Mr. Nöt, nöt. Oh Mann, die sind immer wieder extremo strong. Was war die Schwäche? Ich glaube, Elektro und Plasma. Ich habe nichts mit Plasma. Plasma ist so ein Ding, was ich noch benötige. Uff, erstmal hier runterfallen. Nice. Ey, Kreatur, wo bist du denn? Toll, ich bin runtergefallen und die schlawinern erstmal schön davon. Ey, warte, 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 warte. Treffe ich den? Leider nicht, aber ich muss die killen. Da hinten auf die Schwachstelle gibt's doch nicht. Sind die wieder geheilt? Alright, hier habe ich Elektro, aber das ist halt... Uff, 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 die sind noch richtig strong. Wenn vielleicht mit Fallen ran. Ba, 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 ba. Schon, Alter. Wow, wow, die Säure, sie scheppert. Alter. Now we have a problem. Einer ist kein Problem, aber hier so alle, das ist schon echt übel. Komm schon! So, gib mir... Okay, irgendwas habe ich abgeschossen. Abgebrochen. Yes. Yes. Ich glaube einfach so ein Trunk. Wow, 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 wow. Ah, Alter, die Säure. Der Schwanz war es ja nicht. Der Schwanz ist nur eine Waffe. Da habe ich dann auch hier diesen Säurenschießer. Aber der gibt mir. Der gibt mir. Ich meine, Gott sei Dank besitzen wir zwar noch ein bisschen Bären, aber ihr wisst ja, wie schnell die weg sind. Oh. Oh, oh Alter. Okay, jetzt fahr mal einen Gang runter. Das ist nur ein Level 20er, Dude. Boah, der ist noch richtig gut geheilt. Okay, ich glaube, ich habe seinen Schwanz da hinten. Fisch, nein, habe ich doch nicht. Mein Schwanz ist noch dran. Einfach nicht kaputt. Die widerliche Riesenechse. Ey, der kann das aber auch spammen, ne? What? Oh mein Gott.
Nee, die sind übertrieben heftig. Ohne gescheite Taktik, ohne Vorbereitung. Ich bräuchte Elektrofallen, damit kriege ich sie. Aber die brauche ich. Um mich zu verbessern, brauche ich die. Sehen die mich? Die stecken halt fies ineinander. So. Guck, guck. Au. Geschafft. Au. Oh, das ist schon erledigt. What? Wie strong ist denn die Falle? Alter, was macht der denn hier? Was zum... Komm. Ey, die sind echt übel. Weil du kannst sie auch nicht slowen richtig. Also du kannst die Zeitlupe gar nicht richtig nutzen. Weil die so schnell sind. Alright, endlich. Und kriege ich das, was ich brauche? Brauchen wir das hier? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas brauche ich. Rohstoffbehälter. Nee, das ist definitiv schon mal nicht. Eine Klaue oder sowas muss ich von denen runterschießen. Jetzt bin ich auf alles vorbereitet. Es waren doch mal drei. Wo ist der andere? Oh, der ist weg. Gut, gehen wir zur Mission. Ich müsste mal wieder so eine Kreaturenbrutstätte finden, damit ich es lerne, die zu überbrücken. Weil die kannst du definitiv auch reiten, ne? Regala ist ja auch so ein Vieh geritten. Was ist das? Schwein. Waschbären. Ich muss Waschbären töten. Okay, keine Ahnung, wo das Schwein hin ist. Wupp. Ja, auch im hohen Gras. Es gibt kein Entkommen. So. Da ist sie doch, die Alte. Aloy. Der Außenposten ist gleich dort. Bist du bereit? Ich habe diesen Außenposten schon geräumt, aber da waren keine Gefangene. Wirklich? Vielleicht wurde sie verlegt, bevor du dorthin kamst. Die Gefangene Nakala. Sie ist die einzige Spur, die ich habe. Vielleicht finde ich ja eine Spur. Sehen wir uns um. Den Außenposten haben wir schon komplett zerlegt. Ja. Das stimmt. Wie geil der Regen aussieht, ne? Wie der so auf dem Boden peitscht. Achtung! Schweinchen! Alles töten. Alles töten, was geht. Na gut, Freunde. Aber die Folge ist erstmal wieder vorbei. Wir sehen uns wieder. In der nächsten Wahnsinnsfolge. Laut unseren Spähern war Nakala an einen Holzpfahl gefesselt. Sehen wir uns mal um. Da sehen wir uns um. Kleine Bewertung da lassen wäre nice. Denkt ans Gewinnspiel. Auf Wiedersehen und tschüss.